Hallo meine Freunde und herzlich willkommen liebe Pokémon-Trainer zu einer weiteren Folge Pokémon Heart Gold Soul Link Challenge zusammen mit dem lieben Sensei Fluffy. Konnichiwa. Arigato. Ja, wir waren letztes Mal hier kurz vor Rosalia City stehen geblieben und gehen da jetzt auch rein. Und ich werde da auch direkt von einem alten Mann angesprochen. Du bist noch nicht lange Trainer, oder? Ah, Volltreffer! Ey, woher weißt du das? Ich bin eben wirklich gecrittet worden. Wusste ich's doch. Aber das ist schon in Ordnung, dass ich gecrittet wurde. Bist du behämmert? Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Keine Sorge, ich bringe dir gerne ein paar Tricks bei. Komm, folge mir. Da fuck? Hast du gesehen, Alter, der Schumi? Über. Oh, tut mir leid. Du hast noch keine Turbo-Treter, hab ich recht? Du bist doch voll ein kleiner Noob, ey. Ich werde so langsam für dich laufen, wie ich nur kann. Versuche bitte nicht ganz so weit hinter mir zurückzufallen. Jo, das Noob. Ist Schumi-OP. Das hier ist ein Pokémon-Center. Wenn deine Pokémon verletzt sind und sie hier abgibst, werden sie umgehend für dich geheilt. Ich kann dir schon jetzt sagen, dass du hier sehr bald Stammkunde sein wirst. Der traut uns aber auch gar nichts zu, ne? Nee, überhaupt nicht. Du kannst mich beim Wort nehmen. Das hier ist ein Pokémon-Supermarkt. Hier werden Bälle verkauft, mit denen du Pokémon fangen kannst. Und noch viele weitere nützliche Items. Strapsen und Peitschen? Du bist ein ziemlich verrückter junger Bursche. Hier entlang geht es zur Route 30. Du wirst dort vielen Trainern begegnen, die auf der Suche nach Gegnern für ihre besten Pokémon sind. Wenn du ein Stück weit läufst, findest du dort außerdem auch das Haus von Mr. Pokémon. Die Grammatik in der zweiten Gen ist sowas von schlimm. Und das ist das Meer, wie du siehst. Bestimmte Pokémon halten sich ausschließlich im Wasser auf. Tja, und das hier ist mein bescheidenes Zuhause. Mit meinem Pornokeller, meiner Bar und meinen 10 Schlampen, die ich da unten liegen habe. Und als Dank dafür, dass du mich bis hierher begleitet hast, möchte ich dir ein paar Turbo-Treter schenken. Hier, nimm am besten gleich mein paar. Sie sind schon warm gelaufen. Nein, keine Angst, ich mach nur Spaß. Du bekommst die von meiner Frau, da hat sie eben drin gebadet. Hier, auch so ein paar Neues. Das ist so traurig. Ja, was denn? Alles. Ja, wie das geht, müssen wir nicht lesen. Das wissen wir. Ja, wir haben jetzt die Turbo-Treter. Yay! Wir können laufen. Ich gehe als erstes direkt mal ins Pokémon-Center. Ist schon schön, wie ich das kommentiere, ne? Ja, das ist echt schön. Ich bin nur jetzt gerade irgendwie ein Stück weiter hochgegangen. Jetzt habe ich ein Kartenmodul gekriegt von dem OP. Ja. Gut, dann brauche ich den ja nicht vorlesen, der geht nämlich schön auf die Stimme. Warte, was war nochmal das Pokécenter, das rote? Hast du eben nicht aufgepasst oder hast du nur darauf gehört, dass der Opa einen Porno-Keller und eine Minibar hat? Das hat ziemlich übertönt alles. Ja, halt meine Pokémon, du Sohn. Und wollt nichts dafür haben. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen, dass die Pokémon in allen Pokémon-Spielen nie was von dir haben wollen, dass die dich Pokémon heilen? Die Pokécenter? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Sind die blöd? Ich habe mich schon mal gefragt, ob sie vielleicht irgendwie anders Geld kriegen oder so. Und Fluffy hat einen Trank gefunden. Wo hast du denn einen Trank gefunden? Als Item auf der Route 30. Ach, du bist schon auf der Route 30? Ja, ich bin schon hier bei diesen einen komischen Insektentypen oder Käfersammler, was das ist. Und wir werden es so machen, dass wir halt nicht alle vorlesen, die ganzen Random-Trainer werden wir nicht vorlesen. Denn wir wollen ja auch ein bisschen weit kommen.
Ja. Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Und da ist dann auch schon die erste Person, die du reden kannst, ne? Wenn du hochgehst und an diesem einen Haus vorbeigehst, ne? Ja. Ich musste nur gerade einen Topsy besiegen. Ach ja. Ich will hier. Dankeschön. Den Trank, yay. Ich habe einen Trank gefunden. So, welchen soll ich jetzt ansprechen? Ja, du gehst jetzt einfach weiter geradeaus hoch. Bis an diesem Haus vorbei und dann kommt es automatisch. Einen Augenblick mal. Bist du etwa wirklich völlig unbekümmert und einer auffälligen Gestalt wie mir vorbeispazieren? Ich meine, da jetzt mal, bevor da weitergeht. Alter, du warst in deinem Haus drinne. Das hab ich auch. Du warst in deinem verdammten Haus drinne. Das hab ich auch. Willst du einfach nicht das sehen? What the fuck? Bleib gefälligst mal stehen! Jo, hier ergänzt den Mainstream, laufen zu ihm hin. Wir bleiben nicht stehen. Wenn du diesen Weg immer weiter nach Norden folgst, erreichst du das Haus von Mr. Pokémon. Ja, da will ich doch hin. Aber bevor du dorthin gehst, sollst du dir anhören, was ich zu sagen habe. Hast du schon ein paar Aprikokos? Nicht die Bären. Nicht die Bären! Das sind keine Bären, daraus kannst du Pokebälle herstellen, mein Freund. Oh nein, nein. Die Aprikoko-Bäume tragen einmal pro Tag Frucht und können deshalb auch täglich abgeerntet werden. Wow, solche Dinger hätte ich gar gerne in echt. Ja, dann hättest du, dann müsste niemand mehr Hunger leiden, Mann. Ja, Aprikokos sind eine tolle Sache. Sie fungieren als Grundbaustoff für Pokebälle und lassen sich für jede Menge andere Dinge verwenden. Komisch, ist aber so. Sie können sehr nützlich sein. So, und jetzt, wo wir beide Freunde sind, habe ich ein Geschenk für dich. Meine Telefonnummer. Nein, aber einfach... Aprikoko-Box. Mit dieser Aprikoko-Box kannst du immer reichlich Aprikokos mit dir herumtragen. So, als ob man die nicht einfach so mit sich rumtragen könnte. Ich meine, da jetzt mal nur mal die Logik bei Pokémon zu machen haben, ne? Wir können in unseren Rucksack, können wir ein Fahrrad drin haben, einen EP-Teiler, mehrere Angeln, mehrere Tränke, mehrere Pokebälle. Und wir, dann schafft es irgendwie keiner, irgendwie diese paar kleinen Aprikokos da irgendwo noch in die Speichen des Fahrrads reinzustecken? Ja, schon. Okay. Lass weitermachen. So, damit bist du jetzt auch ein waschechter Aprikenner. Dieser Wortwitz ist so schlecht, den hätte nicht mal ich gebracht. Ich schon. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Ein Aprikoko-Grin. Flachi hält ein Aprikoko-Grin. Grin steht, glaube ich, für grün. Ja klar, und das erste, allererste, was passiert, wenn ich ins hohe Gras einlaufe, da kommt ein Encounter. Und es ist ein Safcon. Hallo, bitte. Läuft bei mir auch. Level 4. Mhm. Oh, jetzt kommt wieder das alte Spiel. Tackle geht daneben. Weil Tackle ja zu Zeitpunkt der zweiten Gen noch eine Treffsicherheit von 95% hatte. Oh, Härtner. Dieses Safcon kann ja nichts anderes. Ja, und das wird jetzt wunderschön, wenn du einmal mal daneben haust. Machst dann später nur noch einen Schaden. Ich hoffe, keiner von uns zieht dann hier diesen Ultra-Zonk, ne? Mit Safcon, ne? Ultra-Zonk mit Safcon? Ne? Zonk heißt das Schlechteste, was du kriegen kannst in der Pokémon-Sprache. Ah. Ja, das ist nämlich, das war ja hart verkackt. Oh, Kanimani hat Level 7 erreicht. Ibi. Ja, aber bei mir braucht Feuerriegel noch richtig schön, weil es trifft nicht mehr so häufig. Es hat nämlich schon dreimal das Safcon verfehlt. Und Safcon kann seine Defensive auch nicht mehr höher stellen, also das heißt, es braucht lange, bis ich das jetzt mache, denn es geht jetzt nur noch in einer Schritten. Also ich bin jetzt schon aus dem hohen Gras draußen. Er kann ja noch ein bisschen weiter trainieren, ne, bis ich hier fertig bin. Ich bin ja schon mal im gelben Bereich, ne? Oh, schön.
neigt sich die Soul League Challenge schon zum Ende. Ich meine, das SAFCON, ne? Also, das also kann ja nicht. Okay. Entschuldigung. Ja, SAFCON kann mir ja keinen Schaden zumachen. Das tut ja die ganze Zeit nur Härtner einsetzen. So, ja, das ist ja. Ein Fail des Grauens. Ja. Dass sie den SAFCON nicht irgendwie Tackle gegeben haben. Das hätte Sinn gemacht. Ich meine, es hat sich ja auch irgendwann mal entwickelt aus einem Raupi. Ein Raupi kann von Anfang an Tackle. Und manchmal sogar so, Fadenschuss. By the way. Ja, und manchmal sogar Fadenschuss. Oh, ich hab gekrittet. Wow! Es sind nicht mehr viele Schläge, dann habe ich endlich dieses SAFCON besiegt. Ich meine, ich habe hier nur 18 mal Tackle spammen müssen bis jetzt, ne? Du bist immer noch nicht fertig? Jetzt bin ich fertig, nach 19 mal Tackle einsetzen. Also ich habe jetzt schon mein zweites SAFCON besiegt. So, ich bin, habe fertig. Und da kommt das nächste, jetzt bitte sei kein SAFCON. Nein, ein Taubsi auf Level 4. Damit werde ich dann nämlich jetzt auch schon Level höher. Dann ist dein Pokémon jetzt auch auf Level 7. Ah, wenn ich dieses Taubsi besiegt habe. Das klingt vernünftig. Och, Ace, jetzt treff doch mal, ey. Jetzt habt doch nicht hier so eine scheiß Genauigkeit, ey. Sag mal, gab's nicht irgendwo so einen, wo man seinen Pokémon nachträglich noch einen Spitznamen geben kann? Ja, beim Namensbewerter, aber wo der ist, müsste man nachschauen. Muss jetzt die Feuerwehr hier vorbeifahren? Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme gehört hat, aber... Man hat es gehört. Zum Kotzen, wenn man die Feuerwehr in der Nähe hat. Wo laufe ich jetzt ach hin? Ja. Wir müssen zu Mr. Pokémon, oder? Dann laufe ich jetzt rein. Yep. So, und ich nehme jetzt erstmal einen Trank. Muss ich nehmen. Oh. Ein Raupi! Lol. So. So, dann gehen wir jetzt hier mal weiter, ne? So. Dann bekämpfen wir doch. Oh, Fadenschuss. Oh. Ich stehe jetzt hier, ich stehe vor dem Haus von Mr. Pokémon, ne? Ja, mich hat noch ein Raupi aufgehalten. Kannst ja auch flüchten, ne? Ja, ich habe das kurz besiegt. Zwei Hits. So, ich bin schon mal im Haus drin. Ich bin auch gleich unterwegs. Okay, dann warte ich so lange auf dich und schütt mir dir genüsslich aus meinem wunderschönen Kühlschrank was zu trinken. Sehr schön. Du darfst nämlich Mr. Pokémon sprechen, weil ich ja mit Professor Eich geredet habe, ne? Professor, also der mit dem Hut ist Professor Pokémon, ne? Er ist Mr. Pokémon. Mr. Pokémon, genau. Hallo da, du musst Segelin sein, schräg klappen. Ich bin der Jänge, der vorhin Professor Lind diesen Brief geschickt hat. War das nicht eine E-Mail? Egal. Das ist das Objekt, das Professor Lind für mich untersuchen soll. Ein Rätselei. Ein Rätselei. Ein Tocke. Und ich weiß auch schon direkt... Danke, das wollte ich auch gerade sagen. Was hältst du von diesem Ei? Ein Freund aus Teak City hat es mir anvertraut. Wo ist denn Teak City? Und in Johto. In Johto hast du so etwas bestimmt noch nicht gesehen, was? Ich dachte, Professor Lind könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es damit auf sich hat. Auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind die Nummer 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Eich. Und der steht direkt neben ihm, ne? Richtig. Du gehst jetzt wieder zu Professor Lind zurück, aber... Habe ich nicht recht? Dann solltest du deinen Pokémon aber vorher eine kurze Pause gönnen. Aha, du bist also Flachi. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin derjenige, der nicht erkannt hat, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Ich meine, ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher.
Ich besuche gerade meinen alten Freund von Mr. Pokémon. Ich hörte, du erledigst etwas für Professor Lind, also habe ich gewartet. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon, dass du da spazieren führst. Ich verstehe, du bist Professor Lind also bei seiner Forschung. Hm, ich glaube, ich verstehe, warum er dir dieses Pokémon anvertraut hat, weil du ein völliger, kleiner, dreckiger Noob bist. Du siehst wie jemand aus, der sich sehr um seine Pokémon kümmert. In Ordnung. Du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir etwas helfen? Sieh mal her. Das ist ein neues Modell. Das ist das neueste Modell des Pokédexes. Es erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen hat oder gesehen hat. Und legt selbstständig neue Einträge für sie ein. Er ist ein Hightech-Lexikon. Hier, ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Ist ja schon mal komisch, dass wir noch nicht mal irgendwie gefragt werden, ob wir das überhaupt wollen, ne? Ne, wir kriegen das einfach. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige diesen Pokédex. Oha, es ist schon spät. Es ist schon wieder so spät. Ich muss jetzt nach Dukatia City und meine Radiosendung aufzeichnen. Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin noch einmal irgendwo über den Weg, aber lass uns zur Sicherheit Kontaktdaten austauschen, Flachi. Flachi hat Professor Eis Pokémon Nummer, Pokémon in sein, ja, vergessen wir es. Und wir können hier jetzt auch schon raus. Wunderbar. Oh, da geht jetzt auch noch Professor Lind wieder. Hallo, Flachi. Es ist schrecklich. Wie soll ich das erklären? Ich weiß ja selbst nicht, wie. Jedenfalls ist es ganz schrecklich. Bitte, komm schnell zurück. Tschüss. Alles klar. Alles klar. Aber erstmal nehme ich mir die Apokoko Pink. Bio, die steht da ja auch noch. Pink. Aber vorher habe ich hier noch ein Taubtier auf Level 4, was ich besiegen werde. Ich setze jetzt erstmal Rauchwolke ein, damit die Genauigkeit dieses Taubtiers gesenkt wird. Ah, ich habe jetzt auch Gegner. Wer ist es denn? What? Ein Taubtier. Ja, das Taubtier hat mich gerade schon wieder gekrittet. What? Ja, bei mir haben die 95% angeschlagen, das Taubsi hat mich nicht mal getroffen. Ja. Ich habe schon eine Rauchwolke gemacht, dass es nochmal um 10% runter geht. Aber was macht dieses Taubsi? Denkt sich so, fick dich, Mann! Kanimani erreicht Level 8. Yibi! Kanimani erlernt Raserei. Ey, ich muss... schon wieder am Dings nehmen. Oh nein. Schon wieder am Taubsi. Taubsi Level 2. So, ich werde mir dann jetzt hier noch diese Apripokoko Pink mitnehmen. Ja, Apripokoko Pink. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gehen wir ja jetzt in dieses eine kleine Dorf nach unserem Anfangsdorf zurück und treffen dann uns auf unserem Rivalen. Kurz vorher. Kurz vorher. Ein Raupi! Ich meine, so ein Smetbo wäre aber auch nicht schlecht mit zu haben, ne? Ja, aber dafür musst du das Raupi, am besten Raupi trainieren, weil ein Safcon bringt ein Null. Ja, ein Raupi ist aber auch besser zu trainieren als ein Safcon. Weil ein Smetbo lädt nämlich schon früh Konfusion und dann hat man für die erste Arena sogar schon was Gutes dabei. Doch kommt schon voll Riegel, ich möchte jetzt auch endlich mal Level 8 werden. Und dieses Raupi spammt die ganze Zeit nur Fadenschuss. Tim, tim, tim. So, ich war jetzt gerade im Pokécenter in der... Ja, dann warte doch noch bitte auf mich. Rosalia City. Denn ich habe gerade hier das Raupi besiegt und bin jetzt auch Level 8. Und ich lerne nichts auf Level 8.
Das ist bescheiden, würde ich sagen. Und da kommt schon wieder ein wildes Pokémon. Ich will doch nicht. Taub sie auf Level 2. Davor flüchte ich mal. Und wir rennen mal weiter hier durch. Der nächste Encounter, ich muss ganz ehrlich sagen, in der zweiten Gen oder auch hier noch bis zur vierten Gen war die Encounter Rate wohl, ja, wie soll ich das am besten ausdrücken, dass es glimpflich höflich klingt? Bescheiden. Ja, du rennst dreimal weit, drei Büsche weiter und hast schon wieder einen Safcon. Das ist einfach, ja, wie soll man das beschreiben? Furchteinflößend. So, dann um weitere Encounter zu vermeiden, werde ich hier jetzt einfach diesen Weg hier runterrennen. Jippa! Ich renne jetzt auch noch eben ins Pokémon Center, heilen auch nochmal eben das Pokémon und dann können wir in den Rivalenkampf gehen, ne? Alles klar. Ach ja, und nicht das Level Cap vergessen, ne? Level Cap? Für den ersten Arena-Leiter, ne? Ja, das war, wir dürfen die Level nicht überschreiten. Überschreiten. Genau. Du weißt ja, wie hoch die Pokémon von dem sind, oder? Ja, Level 13 ist sein stärkstes. Ja. Level 13 dürfen wir nicht überschreiten. Da haben wir ja noch ein bisschen Platz. Nach oben. Den darfst du sprechen, ich habe aus Versehen schon einmal weitergeklickt. Den darf ich sprechen? Den Rivalen? Ja. Ah, du bist schon soweit? Ich dachte, du bist noch im Pokécenter. Moment. Nee, ich bin schon wieder raus. Ich laufe hier durch Ducatia City und denke mir so, ja, das ist gut. Du meinst Rosalia City? Ja, genau. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Schändung für einen Schwächling wie dich. Hallo? Ich bin der Beste. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ja. Ja. Was ich damit sagen will, fragst du? Wie deutlich muss ich denn noch werden? Dann erkläre ich dir eben ganz genau. Aber ich will das doch gar nicht wissen. Mein Pokémon hier ist auch nicht übel. Wenn es erstmal mal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Hat er ein Endivier? Nein. Ja, bei dir hat er ein Endivier, bei mir hat er ein Kanimani. Ja, dein Counter ist halt härter. Und ich spam jetzt zuerst mal zweimal Silberblick. Oh, dieser Penner mit ihr seinem scheiß Heuler. Ja, bei mir hat Kanimani Silberblick. Ja, ist okay. Du senkst meinen Angriff, ich senk deine Verteidigung. Ganz einfach. Das war doch schon zumindest ein guter Schaden, den ich ihm reindrücken konnte. Für einen Schwächling hast du ganz schön was drauf. Was, du bist schon durch? Ja, ich bin fertig. Das war doch nur ein kleines Kanimani. Ist ja noch kein Impergator oder so, vor dem man sich fürchten müsste, ne? Ich habe ein Endivier, das mir auf den Sack geht mit seinem Heuler. Oh nein, Aquaknarre, das macht doch keinen Schaden. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Hat es trotzdem besiegt. Was machst du jetzt, Bitch? Biatsch! Gewinnt 500 Poké-Münzen oder was ist. Ah, willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, den die Leute schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Aber es geht nicht. Glaube ich nicht. Geht nicht, denn ich bin der Allerbeste. Wie keiner vor uns war, ne? Ja, genau. Gib mir das. Solange das ist der Trainer, fast, den ich verloren habe. Er gehört mir. Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Ach ja. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle können wir den Part auch schön beenden, ne? Ja, würde ich da auch sagen. Das ist ein schöner
schönes Ende für diesen Part. Yo Leute, also wenn es euch gefallen hat, würden wir uns gerne über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao! Ciao!